bin, dass ihr wieder da seid. Ich bin's, euer Arsch und Cliffhanger Fox, so wie ihr mich mögt. Wir schauen, was jetzt weiter passiert. Stark! Oh, Scheiße! Oh, warum machst du das? Jody! Oh, er hat uns rausgeholt. War nicht schnell genug mit dem Triggern. Also hier in dem Spiel ist es wirklich übel. Es ist wirklich sehr schnell. Fuck. Du musst wirklich sehr schnell reagieren, ansonsten. Jody, komm schon! Komm schon, Jody, du packst das! Oh mein Gott! Komm schon, komm schon! Ich wollte nicht sterben. Ich kann auch gerade nicht einen werden. Sie haben nicht. Leg den Schlauch da drüben! Stan. Na los, Beeilung! Jetzt wird es erstmal ein Beatmungsgerät geben, damit das Kohlenstoffmonoxid aus der Lunge rauskommt. Er ist nicht tot! Er ist nicht tot! Moment! Jody! Jody! Sauerstoff! Wir brauchen Sauerstoff! Scheiße, wir verlieren sie! Ich würde ja gerne was tun, aber ich kann gerade nichts tun. Bleib bei uns! Toll, da ist das scheiß Licht. Da wollte ich nie hin. Leute, sag nicht. Bist du ja. Na, wie geht's dir heute, Jody? Gut? Okay, wir setzen das hier jetzt auf. Ist nicht schlimm. Genau wie eine Krone. Ich hab nein gesagt. Keine Widerrede. Verschwendest deine Zeit, Jody. Schau mal, wo 2000 ist. Nicht wie alle anderen. Ich hab gesagt, das war eine Vorarbeit. Pass gut auf dich auf, Jody. Du musst nicht daran gewöhnen. Ich will nicht, dass dir was passiert. Paranormale Abteilung. Würden und gerne überwiegen und mit Totgeschwächen loszuhalten? Verschwendet eine Chance. Ich auf der verfluchten Welt. Das Kind braucht Wärme. Es soll Wind, ein Fläschchen haben und Kleidung wie jetzt. Jody. Ich lass nicht zu, dass es im Müll unter einer Brücke geboren wird. Und du bist eine Magierin, Jody. Die Existenzen. Ich glaube, ich bin gestorben und werde jetzt zurückgeschmissen. Kann das sein, oder? Bin ich tot? Dann gehen wir mal auf den Fernseher zu, das kennen wir ja, ne? Bin ich das oder meine Mutter? Das ist mein Baby. Lasst mich sehen, ganz kurz. Aber sie ist mein Baby. Bring sie mir. Ich hab's nie überlegt. Ich will mein Baby. Bitte. Ich will sie sehen. Bitte, bitte, lass mich zu ihr! Ich will mein Kind! Bitte, lass mich zu ihr! Wer war die Frau? Warum zeigst du mir das? Ist sie... Ist sie meine Mutter? Ich glaube, es war vielleicht gewollt, dass ich sterbe. Nein! Nein! Nein!
zurück! Ich will bei dir bleiben, Aiden! Aiden! Nein! Oh. Wieso haben sie uns auch noch gleich im Krankenhaus gegeben? Interessant. Aiden? Wieso Aiden? Ich wollte nicht mehr hier. Und tot. Es ist kurz vor 9. Ich laufe nachts herum und bin kahl geschoren. Wow. Da ist ein Foto. Das will ich sehen. Hier kann ich anscheinend. Oh, ich kann aber Aiden sein. Gehen wir erstmal auf Toilette, wa? So, rate mal, wer zurück ist. WB-Virus. Alles fit? Die Haare sind kurz geschoren. Aber warum, verstehe ich nicht. Ja, die haben wir hier. Gehirntrauma und Schädelfrakturen. Sie liegt schon seit Monaten im Koma. Können wir zu ihr? Wir sind von der CIA. Sie wird gesucht wegen Verrats. Also, wir haben einen Haftbefehl, wenn Sie den sehen wollen. Okay. Ich bringe sie zu ihr. Okay, wir werden gesucht. Darum hat er uns Aiden geweckt. Glaube ich zumindest. Fenster, raus hier. Ja klar. Frisch aus dem Koma. Raus in die Welt. Ja, sie war davor obdachlos. So einfach war das nicht. Ja, merkwürdig. Das ist ihr Zimmer. Sie müsste hier sein. Scheiße. Sie ist aus dem Fenster raus. Das ist unmöglich. Wir sind im 5. Stock. Sie kann nicht durchs Fenster. Melde das. Die Kleine darf nicht entwischen. Die hängt wahrscheinlich nur am Fenster, oder? Ich bin doch jetzt nicht einfach runtergesprungen. Okay, ich bin da runtergesprungen. Ja. Das ist ein bisschen leise, der Dude. Ich bin das Böse. Obdachlos, okay. Essensgeld. Jetzt bin ich mal gespannt. Denn die Wahrheit erzählt. Ehrlich Geld verdient. Genug Geld, warmes Essen. Nicht allen nach dem Abendessen geholfen. Ja, Entschuldigung. Ich wusste ja nicht, dass das der finale Cut war. Ich hätte es gerne. Alle vom Feuer gerettet? Oh, nice. Schläger besiegt? Obwohl, verdient. Ehrlich überein, ja. Nicht aus dem Gebäude entkommen. Ah, ja, es war auch nicht so einfach. Schicksal der Schläger nicht erfahren. Die, mich auch mal, ganz ehrlich, die interessieren mich auch am wenigsten, die Arschlöcher. Sorry, wenn ich das jetzt nur sagen muss, aber die interessieren mich. Die erste Nacht? Ganz vorne am Prolog? Nehmen wir mal, Prolog ist da hinten. Da vorne sind wir, okay. Carpe Noctem. Das Recht der ersten Nacht. Ah, oh, nee.
Nur die erste Nacht war das, nicht das Carpenoctum. Sorry, ich nehme das zurück, wir sind ein kleines Mädchen wieder. Das hat nichts damit zu tun. Es ist nicht für lange. Nur so lange, bis sie genau wissen, was los ist. Bitte lass mich nicht hier. Nur für ein paar Tage. Wirst sehen, es geht schnell vorbei. Susan, wir müssen los. Du machst es dir doch nur noch schwerer. Ich glaube auch, dass der Polizist von Anfang war. Sei tapfer, Schatz. Oh. Sei stark. Du bist so stark. Von unsere Stiefeltern. Wir uns jetzt hier hingeben. Jody, ich weiß, es ist hart, alleine hier zu bleiben, ohne Familie. Ich mag seine Stimme so sehr. Aber hier haben wir eine gute Chance, rauszufinden, was mit dir passiert. Wir können dich hier beschützen, Jody. Mich kann überhaupt niemand beschützen. Oh. Deine Sachen sind in der Tasche da drüben, siehst du? Cole und ich sind gleich nebenan im Zimmer. Wenn du irgendwas brauchst oder irgendwas ist, ruf uns und wir sind gleich bei dir. Okay? Gute Nacht, Jody. Okay. Wo ziehe ich mich um? Erstmal einen Jogger anziehen. Ja, nee, da will ich mich sicherlich nie umziehen. Ich hoffe, hier sind nicht auch noch Kameras drin. Okay. Wir haben uns was Bequemes angezogen. Und jetzt zeige ich den Dudes den Mittelfinger. Fickt euch! Ja. Machen wir erstmal einen Koffer, wa? Komm, Barney Knuffel. Schauen wir mal, wo wir heute Nacht schlafen. Alles klar, bringen wir den Hasen ins Bett. Dort, wo Häschen hingehören. Ah, das ist eine Taschenlampe. Ah, ja. Ich werde jetzt das Licht ausmachen. Gute Nacht, Jody. Warte! Kannst du das Licht im Flur anlassen? Ich krieg sonst Angst im Dunkeln. Klar. Wie ist das? Gut. Gute Nacht. Vor allem, weil der PC ja auch so viel hilfreich ist für das kleine Mädchen. Hab keine Angst, Aiden. Wir werden jetzt einfach einschlafen. Und es wird uns gar nichts passieren. Kann nicht Aiden sein, ne? Ne, wir können uns nur ein bisschen hin und her rollen. Okay. Und Augen zu. Ich kann nicht schlafen, Aiden. Ich glaube, ich brauche eine Geschichte. Thank you.
Wir finden raus, wie es weitergeht in der nächsten Folge. Macht's gut, euer Sly. Ciao.